Willkommen bei Schlesien Journal. Trachten aus Nieder- und Oberschlesien, die einst unsere Großmütter getragen haben, sammelt seit 15 Jahren Thomas Czorne aus Stolzmütz im Kreis Leobschütz. Angefangen hat er mit 16 Jahren, damals inspiriert durch eine Schulstunde, in der die schlesische Bauerntracht präsentiert wurde. Heute befinden sich in seiner Sammlung über 300 Trachtenstücke. Aber nicht nur, denn auch Alltagsgegenstände aus der Vergangenheit haben einen besonderen Wert für Thomas Czorne. Die Stolzmützer Tracht, die besteht aus der Sackjacke, die wird halt so genannt, dann der Rock, Maselonka oder Plinscher wird es auch in Stolzmütz genannt, da hat man Kopftücher getragen, diese Fransentücher. Und natürlich eine schöne, prächtige Blumenschürze drauf. Eine Regel von der Tracht sagt ja, dass die Tracht immer dunkler wird. Je älter die Frau, desto dunkler die Tracht. Und zum Beispiel aus Stolzmütz, ich habe jetzt keine bunten Blumenschürzen für die Sonntagstracht, plus schwarze. Und mir wurde gesagt, die Frauen hatten früher helle oder bunte Blumenschürzen, aber manche haben es im Alter schwarz gefärbt, weil die wollten sich natürlich mit dem Alter an die Tracht anpassen. Thomas Czorne sammelt Trachten aus Nieder- und Oberschlesien. Diese unterscheiden sich von Region zu Region. Die Unterschiede betreffen dabei vor allem den Schnitt. Eigentlich wurden die Trachten aus dunkleren Farben genäht. Es gibt ja auch Beispiele, wo die Tracht auch wirklich sehr bunt war, wie zum Beispiel die Rosberger Tracht aus der Gegend von Beuthen und Deutsch-Birker. Und hier in der Gegend hat man meistens braun, grün, blau, grau oder schwarz getragen. Schwarz ist jetzt nicht bloß eine Farbe, wo man halt getrauert hat, aber schwarz war natürlich auch eine Feiertagsfarbe. Das war halt jetzt nicht bloß im ländlichen Bereich so, aber auch im Adel hat man schwarz getragen zu besonderen Anlässen, Feiertagen und so weiter, weil damals war es halt eine Farbe, die wirklich sehr präsent war und die natürlich auch bloß zu Feiertagen getragen wurde. Es gab Trachten für Sonn- und Feiertage sowie Alltagstrachten. Der Unterschied zwischen den zwei Trachten lag in dem Stoff, aus dem die jeweilige Tracht genäht wurde. Die feierlichen Trachten wurden aus teuren Stoffen genäht, die Alltagstracht aus einfachen und billigen. Der Unterschied lag auch in den Schürzen. Für Feiertage waren die bunten Blumenschürzen vorgesehen, diese wurden reich geschmückt. Für den Alltag waren sie einfach und gestreift. Im Winter hat man zu der Bauerntracht große Umschlagtücher getragen. Diese waren mit ihren Karomustern schlichter und sahen wie Decken aus. Doch sie erfüllten die Rolle der heutigen Mäntel. Dann gab es halt von den Reichen die ganz teurigen Stücke, zum Beispiel Spiegel heißen, Spiegeltücher. Das waren zum Beispiel Tücher, die importiert wurden. Damals musste man schon 3 Kühe verkaufen, um so ein Tuch zu kaufen. Und das war zum Beispiel ein Statussymbol von einer Frau. Daran konnte man sehen, dass die Frau wirklich Geld hatte, dass die Frau wohlhabend ist. Und die Sachen hat man zum Beispiel aus Türkei oder aus Österreich oder aus Italien importiert. Trachten, die ich von meinen Freunden oder von den Nachbarn bekommen habe, da stecken auch natürlich viele Geschichten. Ich weiß, wer die Leute waren. Ich kenne sie halt per Namen oder wer sie waren, was sie gemacht haben, was sie vom Beruf waren, wie lange sie gelebt haben, wann sie geboren sind. Solche Informationen besitze ich natürlich und das ist halt das Schöne daran, dass ich Sachen habe, über die ich auch mehr erzählen kann, als bloß, dass es halt bloß die Trachten sind. Zu den Trachten sind dann auch Alltagsgegenstände aus den Haushalten unserer Großmütter und Großväter gekommen. Hauptsächlich sammelt Thomas Czorne Gegenstände aus der Küche, Stube und Werkstatt. Ein besonderer Schatz ist für ihn eine Ehrentafel mit den Namen von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die aus seinem Heimatort Stolzmütz stammten. Die Ehrentafel kenne ich seit Kind auf, weil als ich mit meiner Oma immer zum DFK-Treffen gegangen bin, weil bei uns gab es auch ein DFK, wir waren eine selbstständige Gruppe in Stolzmütz, da habe ich immer diese Ehrentafel gesehen und ich habe immer auf die Ehrentafel geschaut natürlich und meine Oma hat mir auch erzählt, was das für eine Tafel ist und als das DFK leider aufgelöst wurde,
bin ich zum Vorsitzenden vom DFK gegangen und ich habe ihn gefragt, ob ich die Ehrentafel haben könnte, weil ich möchte die Tafel natürlich für die nächste Generation erhalten, soweit es möglich ist. Diese Ehrentafel wird nicht nur für weitere Generationen erhalten, sondern inspirierte Thomas Czorne auch, neben der Kirche eine Gedenktafel für die gefallenen Soldaten aufzustellen. Mit Hilfe der Dorfbewohner und des örtlichen damaligen DFK-Vorsitzenden ist dies gelungen. Nun träumt Thomas Czorne davon, eine eigene Heimatstube mit allen seinen Schätzen aufzubauen. So langsam wird sein Traum realisiert, denn Räume für sein Vorhaben gibt es bereits. Dazu sind die Sachen ja auch da, um sie auch zu zeigen, dass es solche Sachen gibt, weil es die jetzige Generation, also die noch jünger sind als ich, die kennen sowas nicht. Ich habe das noch mit eigenen Augen gesehen, ich habe die Frauen gekannt, ich habe die Frauen gesehen, die zum Beispiel die Tracht getragen haben oder die Alltagssachen, wo man die auch zu Hause benutzt hat, früher oder heute auch noch. Und das möchte ich auch natürlich zeigen, was diese Region alles auch zu bieten hat. In den letzten 3 Jahren ist die letzte Frau auch gestorben, die die Bauerntracht getragen hat. Die Tracht hat es tatsächlich bis zum 21. Jahrhundert geschafft, aber heute ist sie komplett ausgestorben. Die Trachten aus Thomas Czornes Sammlung kann man schon heute in einer Ausstellung in Oppeln bewundern. Sie werden noch bis Ende September im Sitz des Schlesischen Instituts in der Piastowska Straße ausgestellt. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Am Samstag, den 12. August, luden der Deutsche Freundschaftskreis in Guttentag zusammen mit der Gruppe Regius und der regionalen Gesellschaft aus den Gemeinden Guttentag und Sembowitz zu einem geschichtlichen Treffen ein. Im Sitz des DFK Guttentag sprach der Lokalhistoriker Jerzy Czogała über den schlesischen Berghauptmann Friedrich Wilhelm von Rheden. Nach dem Seminar zu Minderheitenrechten im März in Katowice war es eine weitere Initiative der schlesischen Gruppe Regius mit der deutschen Minderheit. Wir stehen jetzt vor einem riesigen Problem, ja, Problem von sogenannter Folklorisation. Ja, wir möchten zeigen, dass wir als eine Minderheit sehr wichtig sind, ja, also dass wir unsere eigene Identität haben, deutsche oder schlesische, egal, unsere eigene. Ja. Es ist wichtig für uns, dass das Deutschtum und das Schlesertum auch für die zukünftige Generation stehen bleibt. Im Anschluss an den Vortrag über jenen Abschnitt in der Geschichte Schlesiens, der dazu geführt hat, dass Guttentag zum Möbelzentrum wurde, konnten alle Teilnehmer eine Ausstellung über den schlesischen Innovator in Sachen Bergbau Friedrich Wilhelm von Rheden ansehen. Die Gruppe Regius ist für eine weitere Zusammenarbeit im Bereich Geschichte und Kultur mit den deutschen Freundschaftskreisen offen. Ende Juni konnten alle interessierten Grundschulkinder 5 Tage lang an den Sprachtagen in Goslawitz teilnehmen. 35 Kinder, also die Hälfte aller Schüler, die die Goslawitzer Grundschule des Vereins Kreative Education besuchen, nahmen das Angebot wahr und verbrachten ihre erste Sommerferienwoche mit deutschsprachigen Workshops zu verschiedenen Themen. Ich habe für heute das Projekt Erneuerbare Energiequellen vorbereitet. Das war eine Idee, wo ich gedacht habe, ich könnte den Kindern etwas mehr über das aktuelle Thema vorstellen, welche grüne Energiequellen wir zur Verfügung haben. Ich wollte den Kindern auch auf eine spielerische Art und Weise zeigen, wo wir Energiequellen der Zukunft suchen sollen. Und ich hoffe, sie hatten daran auch Spaß. Spaß und Deutsch. Dieses Ziel verfolgt das Projekt Sprachförderung in den Organisationen des Verbandes Deutscher Gesellschaften, bei dem Mittel für sprachfördernde Kleinprojekte für Groß und Klein beantragt werden können. Wir wollen Workshops, Seminare, Deutschkurse, Nachmittagsbetreuung mit deutschen Komponenten, also verschiedene Initiativen, die als Hauptziel aber die Förderung und die Verbesserung der Kenntnisse der deutschen Sprache haben. Wir gehen jetzt von Kultur und Traditionspflege weg, weil es dafür andere Projekte gibt. Bei uns ist die Sprache im Mittelpunkt. Jede Organisation der deutschen Minderheit, also auch alle deutschen Freundschaftskreise, können Geldmittel für sprachfördernde Projekte beantragen. Einzelheiten finden Sie unter dem Stichwort Sprachförderung in den Organisationen auf der unten eingeblendeten Internetseite.
Die Josef-von-Eichendorff-Zentralbibliothek in Oppeln lädt Kinder und Jugendliche zu Bibliotheksstunden ein. Das Angebot richtet sich an Schulklassen, die gerne die Bibliothek und ihre Tätigkeit kennenlernen möchten. Dabei bietet die Bibliothek immer auch einen literarischen Sprachworkshop an. Je nach Jahreszeit oder Interesse der Teilnehmer wird unter anderem eine kulinarische Reise durch Schlesien angeboten oder der St. Martinstag präsentiert. Die Workshops werden an das Alter und Sprachniveau der Teilnehmer angepasst. Anmelden kann man sich direkt bei der Eichendorff-Bibliothek in Oppeln. Weitere Informationen finden Sie auf der unten eingeblendeten Webseite. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.